Willkommen zurück, Freunde. Fragrance Talk wieder hier. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, bald ist Weihnachten, aber ich muss euch noch vor Weihnachten einen geilen Duft vorstellen, der auch besonders gut für die Weihnachtszeit funktioniert. Und zwar ist es der neue Duft von meinem Kumpel und Buddy in Chicago, George Zangaroff. Und zwar ist es Citizen Tabak. Ja. Endlich hat es der Zoll geschafft, ihn durchzulassen. Manchmal dauert es, manchmal nicht. Will mich da eigentlich auch gar nicht drüber aufregen. Ja, und wenn ihr mehr wissen wollt über diesen Duft, dann bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ja, Signature Tabak von Zangaroff. Ja, was für ein cooler Flakon schon mal und auch geiler Duft. Sternanis in der Kopfnote, Rum und Cognac und Lavendel. Absolut nice. Und da liegt die Betonung auf nice. Gleich vorweg, es sind ja allgemein immer sehr viele Inhaltsstoffe in George, in seinen Düften. Und die kann man gar nicht aufzählen, so viel. Auch hier wieder extrem viel Inhaltsstoffe. Dann natürlich auch Tabak und so weiter und so fort im Mittelteil. Sogar, glaube ich, Schmetterlingslilie. Ach, auf jeden Fall so einiges Geile. Und er riecht einfach warm. Richtig auch ein schöner Duft für Heiligabend. Sehr genial. Und jetzt kommt's, weil viele gefragt haben, riecht er ähnlich wie Tabacco Vanille von Tom Ford? Ich sage ja. Muss ich sagen, ist ja klar, daran merkt ihr, dass ich den nicht nur jetzt hochfeiere oder sagen, ihr müsst den haben, weil es George ist, weil ich mit Georgia so einiges vorhabe vielleicht nächstes Jahr. Ich hoffe, das funktioniert. Nein, es ist einfach so, er riecht nach Tabacco Vanille, aber ihr müsst euch das anders vorstellen. Es sagt ja schon das Wort, Signature Tabak und Tom Ford Tabacco Vanille. So, hier gibt es in der Basisnote keine Vanille. So, ne? Das ist ja nun mal der Bestandteil Tabak, Vanille und sehr viel Würze bei Tabacco Vanille. Punkt. Eigentlich müsst ihr da gar nicht mehr sagen. Es ist Würzigkeit, Tabak und Vanille. Und dann so ein bisschen den Flavor, als wenn man in einen Teeladen reingeht. Ihr wisst ja, was ich zu Tabacco Vanille oder wie ich den finde. Ich feiere ihn. Hier müsst ihr euch das so vorstellen, ja, ihr habt ja hier keinen Teeladen und wie gesagt auch nicht die Vanille. Hier geht alles über Weihrauch, Amber und Myrrhe. So, das ist was anderes, aber hat schon den Touch und den Flair von Tabacco Vanille. Das heißt, sie sind sich ähnlich, aber ihr müsst den Tab, hier ist mehr, also sagen wir mal so, das ist ein mehr tabaklastiger Duft als Tabacco Vanille, weil Tabacco Vanille geht natürlich klar über Tabak, aber eben auch extrem über die Extremwürzigkeit und die Vanille. Das habt ihr hier nicht, aber sie sehen sich schon ähnlich, aber eben, wie gesagt, anders und also oder besser gesagt, eigenständiger Duft. So, eigenständiger Duft. Natürlich kam Tabacco Vanille weit voraus, das ist klar, so alt ist der ja noch nicht. Der ist ja erst dieses Jahr erschienen, aber braucht man beide? Ich sage ja, weil erstmal, ne, ich feiere seine Düfte die Hand ab, die ganze Arbeit, die hier drin steckt und man merkt einfach die Qualität dieses Duftes und das gefällt mir und auch des Flakons natürlich. Also das ist schon sehr nice. Das sind jetzt hier die kleinen, es ist auch nur das Original, das es in groß gibt. Das sind 75, müsste lügen, kann ich jetzt nicht lesen. Auf jeden Fall trotzdem gut und genial. Haltbarkeit liegt so bei 8 Stunden mit einer normalen Ausstrahlung. So, vielleicht, ich sage, 8 Stunden ist immer blöde, ihr wisst ja, ich werde das jetzt ein bisschen anders sagen. Sagen wir mal lieber 7 bis 9 10 Stunden, so, weil jeder Haut anders ist, jeder, ne, nimmt ihn wahr anders, deswegen sage ich das so. Aber es ist ein cooler Duft, solltet ihr auf jeden Fall testen und auch hier wieder deckelmäßig, ihr könnt ihn gleich ganz runterdrücken oder einfach aufschrauben, dann ist das so besser. Also, sehr cool. Und es ist auch nicht mehr Plastik, ne, das ist geändert worden in Metall, das ist ganz cool. Und ja, mir gefällt dieser Duft sehr, also nochmal danke an George, dass er mir sie zugeschickt hat.
Und ja, den Rose werde ich euch natürlich auch nochmal vorstellen. Auch ein sehr genialer Duft, aber weil wir jetzt kurz vor Weihnachten stehen, passt natürlich Tabak. Und ich bin auch froh, wie gesagt, dass der Zoll das geschafft hat. Ich wollte ihn extra, es hat ein bisschen diesmal länger gedauert, alles so weit und so fort. Das ist auch alles nicht so einfach in der Corona-Zeit und überhaupt, aber egal. Jetzt ist er hier und der Tabak gefällt mir wirklich gut, auch wenn er Ähnlichkeiten hat oder sagen wir mal auch ein Zwilling ist vielleicht von Tabaco Vanille, aber eigenständig, weil mehr Tabak ein bisschen, ja, runder nicht, das kann man nicht sagen, weil Tabaco Vanille wirklich genial gemacht ist. Es ist auch ein Meisterwerk, darf man auch nicht vergessen. Aber einfach ein bisschen männlicher vielleicht, wenn man das so ausdrücken kann, ist dieser Duft. Ja, sehr geil, auf jeden Fall. Signature Tabak von Zaharoff. Ja, dann Leute, mach's gut. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Fragrance Talk.